mit dem Chana über Ayurveda und die Gunas. Das, ja. So, die Gunas sind ja ein Konzept, was direkt aus den Veden eigentlich entnommen ist und später eben in der Sankhya-Philosophie oder auch in der Vaisheshika-Philosophie erwähnt werden. Und sie stellen so eine Art Grundbasis des Verständnisses dieser Welt dar. Genau wie wir sagen, dass in der Welt besteht alles eigentlich aus den fünf Elementen. Aber genauso wirken auch die Gunas überall mit. Und die Gunas sind Eigenschaften. Man bezeichnet manchmal auch als die Eigenschaften der Natur. Ja. So, und das ist im Wesentlichen Sattva-Guna, was so die Reinheit und die Tugend repräsentiert, die Erleuchtung, das Glück, Lebensglück, ja, die Harmonie und so weiter. Und Rajas, was eher für Leidenschaft und Aktivität, für die Dynamik, ja, das Erreichen wollen, die Getriebenheit, innerliche Wünsche, ja, und so weiter steht. Und Tamas eher die Unwissenheit, Trägheit, der Widerstand, das Zerstörerische, einfach das Konträre einfach zum vernünftigen Menschenverstand so darstellt. Und diese drei Energien sind überall vorhanden. In dieser Welt sind sie vorhanden, in allen Dingen. Ja, wenn wir zum Beispiel so ein Gebäude angucken, dann ist es ganz viel Tamas, weil es dumpfe Materie einfach, könnte man sagen. Ja, wenn wir in den Wald rausgehen, dann sehen wir dort auch ganz viel Sattva, es ist einfach Natur, es ist einfach die Fülle, es ist einfach daher. So, das heißt, überall sehen wir auch in der Natur die Eigenschaften und in uns Menschen sind sie auch vorhanden als hauptsächlich Eigenschaften in unserer Psyche. Man kann sie zwar auch in körperlichen Merkmalen auch sehen, durchaus, ja. Weil in Indien gab es ja früher auch dieses Kastensystem, ja, und da konnte man schon sehen, Menschen, die aus den höheren Kasten kamen, die haben auch physiologisch ganz anders ausgesehen, viel reiner, viel zarter sozusagen, ja. Menschen, die aus Arbeiterklassen kamen oder so, die haben grobere Körperstrukturen gehabt, ne? Da war mehr Tamas einfach vorhanden. Das heißt, man hat es auch in den äußeren Formen gesehen, aber primär geht man einfach davon aus, dass die Gunas wirken eigentlich in unserer Psyche, ne? Und im Ayurveda würde ich fast sagen, dass die Gunas fast noch eine übergeordnete Rolle einnehmen über den Doshas. Weil wir sprechen ja von Doshas und Störungen. Und man sagt ganz klar, in Sattva gibt es keine Störung. Das heißt, wenn der Mensch in Tugend und Reinheit verankert ist, was sehr viel Bewusstheit und Achtsamkeit auch mit sich bringt und auch ein tiefes Gefühl für seinen Körper auch mit sich bringt, ja. Und auch eine gewisse Intelligenz, wo wir sagen, ja, wir erhalten uns präventiv sozusagen gesund. Wir müssen nicht erst mal alle negativen Erfahrungen machen, um dann etwas für unsere Gesundheit zu tun, sondern wir machen es schon präventiv, weil wir einfach schon eine gewisse Achtsamkeit und Bewusstheit haben fürs Leben, für unseren Körper und so weiter. Dann werden überhaupt gar keine Krankheiten entstehen. Das heißt, Dosha-Störungen spielen gar keine Rolle. Beziehungsweise man merkt schon, wenn ein Dosha langsam außer Balance gerät und seine Eigenschaften zeigt, wird man als sattwischer Mensch, der in der Reinheit und Tugend verankert ist, wird man das sofort spüren in seinem System und man wird sich angezogen fühlen zu einer Form von Ernährung oder Verhaltensweisen auch, Also die natürliche ausgleichend Intelligenz wirken. einfach. Ja, das ist genau eine natürliche Intelligenz und es ist auch schön zu sehen, oftmals, weil ich unterrichte ja gerade Ayurveda auch in Yogakreisen, hier auch bei Yoga Vidya. Und dann sehe ich ganz oft, dass ich über Themen spreche aus dem Ayurveda und einige sagen, ja, das mache ich schon alles so. Sag ich, ja, ist ja auch ganz natürlich, weil wenn man ein sattwisches, reines, tugendhaftes Leben führt, wird man ein gutes Gefühl dafür entwickeln, was eigentlich richtig ist und was falsch. Ja? In Rajas und Tamas hat man es nicht. In Rajas fühlt man sich getrieben und man fühlt sich angezogen von extremen, ja, von extremen Geschmäckern auch und so weiter, von extremen Tätigkeiten, ja. So, und wo selbst dann auch Yoga schädlich wirken könnte, ja, wenn man sagt, man tut es übertreiben aus einer Leidenschaft heraus, intensive Haben Praxis machen und man will irgendwas wollen, ne? Eine erreichen oder was auch Leidenschaft. immer, ne? Und die Leidenschaft, ist das, was Leidenschaft. Ja, weil Menschen, die pur und Tamas sind, eigentlich grundsätzlich genau das Gegenteil von dem tun eigentlich, was eigentlich wirklich gut ist. Ja. Also sich immer von komischen Sachen angezogen fühlen, die eher zerstörerisch auf sich selbst wirken. Ja, und deswegen kann man sagen, dass es auf der Ebene von Sattva eigentlich nicht wirklich Probleme gibt. Und deswegen ist das Prinzip von Sattva eigentlich eines der obersten Prinzipien im Ayurveda. Ja, dass aus Sattva Wie im Yoga ja wirkt, genauso. ja, wirkt psychophysiologisch. Ne? Man sagt, durch die Psyche wird der Körper automatisch gesund erhalten. Während Rajas und Tamas wirkt eher psychopathologisch, das heißt, durch psychische Zustände begeben wir uns in Umstände, in Situationen, wo wir eigentlich unseren Körper krank machen. Ob es jetzt bei Rajas ist, eben das Getriebensein, die innere Anspannung, die daraus entsteht, der Ehrgeiz, der daraus entsteht, ja. So, oder ob es bei Tamas dann einfach ist, das konträr zum gesunden Menschenverstand einfach zu handeln und sich selbst und anderen nur Schaden zuzufügen. Und da kann man auch schön erkennen, ob man sich halt einfach wohl fühlt. Und wenn man sich nicht wohl fühlt, dann
stinkt irgendwas. Ne? Da bin ich halt in Rajas oder in Ja, ich würde Tamas. es auch mal so ausdrücken, weil ich frage auch meine Teilnehmer mehr, was wollt ihr denn überhaupt in den Kursen? Ja, was ist denn die Essenz wirklich, ja, von dem, was ihr erreichen wollt im Leben? Und die Essenz kann man sagen, dass es bei meisten einfach nur darum geht, ja, die wollen einfach nur glücklich sein im Leben. Aber niemand versteht, das Glück ist ein Beiprodukt von Sattva. Das heißt, eine Eigenschaft von Sattva. Das heißt, wenn wir eigentlich nur ausreichend Sattva sind, sind wir automatisch glücklich. Wir brauchen gar nichts dafür zu tun. Deswegen sagte mein großer Weise, ja, Prahlad Maharaj sagte, dass wenn du wirklich glücklich werden willst im Leben, dann hör auf, dem Glück hinterher zu rennen. Adi Om Tat Sat.